Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mit Nancy unterwegs. Eigentlich hatte ich eine Daily Quest, aber die habe ich inzwischen fertig. Und zwar, oh, auf dieser Map habe ich nämlich eben gerade schon mal gespielt. Und zwar gegen Legion, aber der Legion dachte sich so, oh ja, Farming macht schon sehr viel Spaß. Und meine Aufgabe, oh, das ist bitte hoffentlich wieder der Legion, Alter. So, er kann mir von mir aus den Hit jetzt hier geben. Okay. Das war interessant. Hätte nicht gedacht, dass er den auch noch reindrückt. War eigentlich ein bisschen wasted, oder? Da waren doch noch andere Leute. Naja, okay. Dann möge die Jagd beginnen. Wir hätten hier eine Palette. Aber ich schaff's hier nochmal raus. Oder können wir einmal die Runde drehen, von mir aus. Also, ich habe eben gerade schon mal gegen Legion auf dieser Map hier gespielt. Und da dachte sich Legion so, dass es halt doch schon ganz lustig ist, wenn man so ein paar Punkte farmt und so weiter. Und dementsprechend habe ich die Daily fertig bekommen. Ich sollte nämlich Leute vom Haken retten. Und das haben wir dann relativ easy natürlich. Ach so, ach, der hat echt das Offering dabei? Verrückt. Und dann hat er sich gedacht, okay, vielleicht hat er auch gesehen, dass alle anderen Leute so mega weit weg sind. Und hat sich dann gedacht, wieso ist die Krähe durch mich weggeflogen? Scheinbar. Ich nehme das Totem hier weg. Erster Generator ist fertig. Sehr gut. Die Leute sind immerhin fleißig. Und, oh, hier vorne direkt. Und er hat blaue Augen, Leute. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Ich könnte mich hier nochmal von dem Jake hochheilen lassen. Nee. Ach, ja. Profi am Werk. Immer wieder schön. Gut, ich verstecke mich hier, damit ich mich hochheilen kann mit innerer Kraft. Und mal gucken. Ich bleibe auch kurz hier drin, falls er Barbecue hat. Da hinten hängt er sie hin. Ja, moin. So, lang genug warten. Sie wackelt. Okay, da wurde gerettet. Sie wackelt mit den Armen. Wahrscheinlich, weil der eine Typ hingekommen ist. Unterstelle ich jetzt einfach mal, dass sie es richtig benutzt hat. Und wir gehen dann mal an den Generator ran. Man muss ja auch mal hier ein bisschen arbeiten, ne? Tunnelpunkt-Exe wurde auf jeden Fall gestartet. Sie rennt aber ins Haus, da sollte sie noch genug Zeit rausholen können. Habe erst überlegt, ob ich mich heldenhaft dazwischen werfen sollte, aber in der Hütte. Hat sie einen Strike? Gönn dir doch den Strike. Gönnt sie sich? Ja, sie gönnt sich den Strike. Okay. Gut. Weil ich war schon gerade erschrocken, dass sie nicht genügend Zeit rausholen konnte im Dingens. Da rennt sie. Legion rennt ihr nicht hinterher. Aber immerhin, er hat den Strike schon mal aus dem Spiel genommen. Ah, er hat die Fähigkeit wieder gestartet. Und hat sie auch direkt wieder beendet? Hä? Nutzt er sie einfach immer nur, um irgendwo hinzurennen oder um Paletten zu zerstören? Man weiß es nicht, oder? Keine Ahnung. Weil er kriegt dann ja auch. Er muss ja erst jemanden treffen, damit er die anderen Leute angezeigt bekommt. Lulu ist wieder hochgeheilt, sehr schön. Ja, wie sieht's aus, Leute? Totems. Ich weiß ja nicht. Blaue Augen. Bisher auch noch nicht allzu viel hinbekommen. Es sind immer so ein paar Indizien, die man schon mal sammeln kann, die doch schon darauf schließen lassen, dass der Killer es vielleicht nötig haben könnte. Hier wäre noch ein Generator. Ich würde aber ganz gerne Ausschau halten, mal eben. Zwei Leute verletzt. Also das Totem da vorne hat jemand weggemacht. Oh, Jakey Boy. Ist mir, glaube ich, hier ein bisschen zu heiß gerade. Bastard. Der hat das noch nicht mal mitbekommen, Legion, oder wie? Schlägt mich einfach nochmal. Oh, Kacke. Okay, er geht durch. Da vorne haben wir noch eine Palette gehabt.
Ach ja, so. Ah, er rennt da lang, dann renne ich hier lang. Alles easy. Ja, er geht durch. Ja, moin. Hat nicht mitbekommen, wo ich lang bin. Ja, nice. Ah, der Jake, Alter. Der ist so ein richtiger Mate. Da freut man sich doch. Man solche Mates, da braucht man keine Feinde mehr. Okay, wir rennen mal eben nach oben. Moin. Ich will fertig machen. Okay. Ich meine, wir spielen auch gegen Legion. Von daher, von mir aus geht es klar. Obsession wird gejagt. Ich war gerade ein bisschen unsicher, ob er... Ah ja, okay. Ob er noch in seiner Fähigkeit ist oder nicht und mich sieht. Das wäre halt irgendwie ein bisschen ärgerlich gewesen. Ein grünen Schlüssel. Oh. Kann ich jetzt so auf die Schnelle nichts mit anfangen. Er hat übrigens kein Nöd dabei, interessanterweise. Und ich habe übrigens nicht aufgepasst, wo die Ausgänge sind. GG, well played. Kann mich leider jetzt auch nicht nochmal hochheilen. Hier ist keiner. So, da vorne ist die Klödia. Mal gucken, ob sie helfen geht. Ich meine, den Keller rein verletzt ist natürlich immer so eine Sache. Ich halte mal Ausschau nach dem Ausgang. Ob der Jake helfen geht? Ne. Weiß ich ja nicht. Ich wage es einfach mal zu bezweifeln. Na, sie ist auch weg. Okay, je nachdem, wo sie hinkommt. Ich bereite mal den Ausgang vor. Ist schon, okay. Ach, soll ich den Jake einmal bodyblocken? Wäre schon sehr lustig, ne? So, befummel du mich mal. Mhm. Nee. Du kommst ja erst raus, wenn du mich hochgeilt hast. So viel verspreche ich dir. Vielleicht kommst du auch gar nicht hier raus. Vielleicht bleibe ich hier stehen. Hä? Was sagst du dazu? Vielleicht, vielleicht warte ich ja, bis Legion kommt und block so lange den Ausgang, bis er dich umgeklatscht hat. Ich meine, könnte ja passieren. Wer weiß das schon? Nee. Komm, raus mit euch. Oh, der Jake. Na, schade. Oh. Ihr wisst ja, ne, wie man in den Wald hineinruft. So schallt's auch wieder raus, ne? Es wäre zu gut gewesen. Er war leider in seiner Fähigkeit, Legion. So, GG. Das wäre schon sehr lustig gewesen. Aber er hatte leider auch noch Dingens dabei, ne? Hart im Nehmen. Ja gut, Leute, war wie gesagt die zweite Runde. Die war jetzt aber irgendwie so ein bisschen unspektakulär, ne? Also da war die Farming-Runde ja auch schon fast genauso spannend. Oh Mann, ey. So, ihn hier wollte ich eigentlich blocken, ne? Er hat hart im Nehmen. Und wer wurde gerade gerettet? Die andere wurde gerade überhaupt nicht gerettet. Die andere, welches Perk soll sie denn gerade... Ach so, Unbreakable, stimmt, nice. Unbreakable hat ihr den Arsch gerettet, ja. Stimmt. Guck mal hier, Flipflop, interessant. Sieht man auch nicht so oft, ne? Gut, was hatte der Killer denn so dabei? Beobachten und zuschlagen, Uneinigkeit, schlampiger Schlachter, Popguss, The Weasel. Das Offering hier wussten wir. Und er hatte noch kalte Erde mit dabei. Gut, Leute. War doch eine lustige Runde, ja. Wenn es euch auch gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über Kommentare. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns heute Abend im Stream, 18 Uhr. Vielen Dank für die Unterstützung an die Kanalmitglieder natürlich, an Tossi, an den Soziopathen. Und ja, Leute, macht's gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Haut rein.